Können wir nichts mehr machen. Ach stimmt, der wollte ja mit der Steinschleuder einen Quetzel mal abknallen. Muss dann gleich mal, wenn der T-Rex da getamed ist, machen. Den T-Rex bringe ich dann am Anfang der Insel in Laguna, ne? Okay, Free. Dir eine gute Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Was? Hier? Auf deinem... Okay, also bis wir auf dem Quetzel kann man ihn nicht tamen. Ja, eigentlich guten Morgen. Die ganze Zeit umsonst. Wie viele Schläge gebraucht? 13. Ja gut, egal, jetzt ist der Quetzel tot. Quetzel. Ein Raptor Level 62. Willst du ihn haben? Nee, ne? Gut. Kannst du dich dann mal, um den T-Rex hier kümmern? Nee, wollte ich sowieso, aber dass ich hier mal noch einen Kötz umsehen kann, Steinschleuder nehmen kann, abknallen kann. Ich bin immer auf Nummer sicher gegangen. Ich mache immer sicher. Ja, darum geht's ja auch nicht. Ah, bloß die Narkose, du Idiot. Du Idioter. Also hast du die ganze Zeit umsonst die Scheiße gemacht. Das ist echt ärgerlich. So, das Priming bringe ich jetzt schnell zum T-Rex. Könntest du den T-Rex dann später abholen? Also sieht doch gut aus, der T-Rex, oder nicht? Ach ne, geht ja gar nicht. Und dann haben wir gleich zwei Weibchen. Zwei Jahre später. Du Sackratte, warum? Ah, verdammt! Wie weit ist der schon getamed? Oh, ein Drittel. Ein Drittel ist schon fertig. Ich muss mal Steine sammeln. Geh mir nicht auf den Keks, du Mistvieh. Ja, ich muss es aber beim Agentavis testen, weil Kano und Agentavis ist ja ein Unterschied zwischen Tag und Nacht, wenn man es so sieht. So. Der Laden ist. Oh, der müsste ja noch ein bisschen getan. Wer ist tot? Was hast du denn gekillt? Für ein Vieh. Mann, sind hier noch keine Agentales wieder respawned? Müsste doch schon längst wieder welche erschienen sein hier.
Da ist ein Kano. Skorpione. Ein Tau ist kein einziger da. Ihr wollt mich verkohlen. Ich werde es erstmal einmal testen mit ganz aufziehen und danach werde ich es mal ohne aufziehen versuchen. So stark aufziehen zumindest, weil das wäre eine gute Testphase. Ah, hier ist sowieso kein kein einziger Argentavis hier in der Nähe irgendwie. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Kein einziger Argentavis, und die spawnen die richtig schnell nach. Da muss ich jetzt schon wieder Viecher umbringen, damit endlich wieder Quetzel nachspawnen. Quetzel. Oh, wieso komme ich immer auf Quetzel? Ja, das stimmt wohl auch. So, Kanos sind ja genug. Ich meine, ein paar Kanos, vielleicht kommen dann, indem wir Argentavis. Immer noch kein Argentavis, ich glaub's ja nicht. Komm beim Stream. Theoretisch müsste es wirklich so sein, dass wir mit der Zwille R die nicht töten. Laguna fällt mir gerade ein. Resistenz ist runtergeschaltet. Das ist alles runter. Das könnte theoretisch funktionieren. Ach, hast du geprobiert oder was? Ein Level 72 hast du im Singleplayer probiert. So, jetzt fliegen wir kurz zum T-Rex zurück. Nicht, dass der T-Rex noch links so weit unten. Oh, zwei T-Rex. Ey, ich teste es mal am T-Rex, mal gucken, wie weit der es aushält. Was? Ich hab... Nichts Besonderes bisher. Richtig los, ich habe hier gerade einen Säbelzahntiger mit einem Steinschleuder gekillt. Natürlich voll aufgezogen, ne? Also, das muss ich dazu sagen. Ach, der hat ja gerade mal so wenig runter. Perfekt. Wie viel Primate hat er noch? Und da muss ich mal nachfüllen, sicherheitshalber. Am besten das Neueste. Schnell. Nein, doch nicht das, Mensch. Zurück. Thank you.
So, Säbelzahntiger, welches Level hast du? Level 7, dann wirst du auch sterben. Mit einem Schuss. Ein T-Rex hat zum Beispiel 2 Schuss ausgehalten von der Zwille Laguna. Sogar einen dritten Schuss hat er ausgehalten, aber naja, muss man mal gucken. Ich weiß. Der wird aber sonst auch sowieso auch noch morgen da sein. So, das ist dann gleich fertig. Das Geile wäre gewesen, dass ich sogar sehr gut deinen Argentavis sogar tamen kann, ne? Hättest du ihn auch, hättest du hier die Kanus umgenietet und so? Naja, nur noch über Wasser. Das war das richtige Problem. Deswegen habe ich das so gemacht, ich habe da Viecher umgenietet. Alter, kein einziger Argentavis mehr? Jetzt mal hier Mord und Totschlag. Ich kill jetzt alles, was ich sehe, einfach. Dann werden schon Argentavis wieder respawnen. Ja. Meine Vermutung ist meine Vermutung ist aber, wenn zu viele Viecher hier sind, dann spawnt hier kein anderen Viecher mehr. Deswegen muss man ein bisschen ausmerzen, denke ich mal, und dann spawnen ja auch wieder andere Viecher. So, mal schnell die Ausdauer. Niedlich. Alles umnieten, was man sieht. Roter Strahl? Roter Strahl, oder? Ein roter Strahl! Yeah! Oder weil ich zurzeit das Fieder tame. Kann auch sein, dass deswegen keine Viecher hier mehr erscheinen. Und dann werde ich eben gleich den Warners hinsetzen und dann werden hier bestimmt wieder Viecher dann spawnen. Und T-Rex rastet ja auch nicht gleich aus, wenn er kein Fleisch kriegt. Aber Fleisch habe ich ja sowieso genug. Quetzel. Ah, was habe ich immer mit Quetzel, verdammte Scheiße. Ich meine, Argentavis. Erscheine, du Drecksvieh. Die 2 T-Rex töten. Vielleicht bringt das dann auch mehr zum Spawnen der Viecher wieder. Level 7, Level 10.